Hallo und herzlich willkommen bei League of Legends Let's Play Dingsbums Gameplay mit Krieger Bieger, steht hier. Ja, ich bin's, Kisuke, das ist nun Krieger Bieger, sein alter Account. Oh mein Gott, war sich da einer zu voll, Helden zu kaufen! Oder Champion? Ja, das war ich. Ja, zum ersten Mal sehen wir Kisuke, aka Kegion. Man nennt mich auch Tim. Auf jeden Fall, ich spiele mir eine Runde Aram. Ich spiele Vega, einer meiner Lieblingschamps. Twisted Fate ist auch dabei, eigentlich auch einer meiner Lieblingschamps. Ja, kommen wir zu dem in der Mitte, den ich gerade nicht sehe. Was ist denn das? Was ist denn ich sehe den anderen, bei mir steht immer noch Not Connected. Und ein Hackerim ist dabei. Ah, Hackerim. Und ja, der Gegner hat meine Lieblingschampions, Annie und Ahri. Wieso tut man mir das an? Und ich hab Wurmig. Opa, da ist Ghee. Aber wieso Warwick? Ich hasse Warwick. Ich hab den jetzt schon 6 Mal auf Aram und ich spiele erst seit einer Woche. Ja, das ist schon kacke. Auf jeden Fall, mein PC braucht immer ein bisschen ewig. Das dauert halt. Ich bin meistens der Letzte, obwohl Annie ist noch schlimmer. Nicht, dass man jetzt ewig im Ladebildschirm verbringen, das wäre natürlich auch scheiße. Ist er eher Raja HK, ist immer noch nicht da? Es könnte passieren, dass der Kisuke einfach rausgehauen wird. Ja, das könnte zwischendurch mal passieren. Zwischendurch nicht, das wäre schlecht. Dann die Aufnahme, wenn es eine halbe Stunde dauert, bin ich weg. Genau, und dann wird es diese Aufnahme nie geben, deswegen ist das unnötig, dass wir das gesagt haben. Eigentlich schon, aber wir labern so viel unnötiges Zeug. Und wir wollten weitermachen bei wir nehmen gerade eben 5 Minuten nach der Terraria-Aufnahme auf. Ja, stimmt. Und guck mal rechts oben, wir kämpfen gegen eine große Fastfood-Kette an. Olibär? Ach nee, McDonald's. Wolibär. Ein McWolibär, bitte. Aussterbende Tierart. Wieso der Gegner meine Lieblingscharaktere? Das kann doch nicht wahr sein. Und dazu noch gleich beide. Das Geile ist, ich hab meinen Lieblingscharakter. Halt die Fresse. Also, wie wäre es so, Kisuke hasst Warwick, er kann ihn gar nicht. Ich mag ihn auch nicht wirklich, deswegen, naja. Und ich krieg ihn aber dauernd. Früher habe ich immer Ahri bekommen, also ja, früher, als ich angefangen habe, immer Ahri. Ich liebe Ahri, ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, ich komme mit der relativ gut zurecht. Und Annie, bekomme ich zwar nie, aber mit der bin ich gut zurechtgekommen. Bei dir geht's los, bei mir nicht. Ach, jetzt geht's los, ja, okay. Also, ja. Aram, wer das nicht kennt, man skillt auf, man ist gleich Level 3 wie bei 101. Und ich muss sofort hier meine Einstellung gleich mal abändern. Mein Ton ist viel zu laut, deswegen wird wahrscheinlich. Perfekt. Ja, hätte wahrscheinlich Kisuke weniger, deswegen mache ich das jetzt aber mal. Da verpassen sie aber was. Ja, so passt das ungefähr. So, kaufen tue ich mir einfach immer das, was mir recommended wird. Also empfohlen. Wenn deine Zuschauer nicht wissen, was recommended heißt, dann sind sie auf YouTube falsch. Das stimmt allerdings, nur es gibt wirklich Leute, die können kein Englisch. Und was macht Kylie? Kylie hier in der Base. So, ja, die ist wahrscheinlich auch nicht da, online. Das war die, die gefehlt hat. Oder der, eher gesagt. So, Aram ist, der beste Spielmodus, den es gibt. Naja, er ist halt ziemlich Champion, Dingsbums, Champion Battle gebunden, sag ich mal. Also hier ist eigentlich nur Champion Battle, oh, ich bin mal Video. Perfekt, um halt Champions zu testen. Ja, testen, nicht wirklich, man muss es schon können. Doch. Eigentlich. Ich spiele Aram bis jetzt am liebsten. Oh, fick dich, Xing Sau! So, ich hab's noch leiser gemacht, das Spiel, weil es trotzdem so ein bisschen laut war. Naja, gut. Okay, mit Rhaegar kann ich stunnen. Ich weiß nicht, hab ich den schon mal erklärt? Wahrscheinlich nicht. Ich kann stunnen, so ein komisches Ding machen und so draufhauen und bla bla bla. Und ich hab die Zillion-Bombe. Und ich kann mit Warwick am Anfang, Anfang vom Spiel einfach fast gar nichts machen, weil der Kerl einfach kacke ist. Weil ich hasse Nahkämpfer, ich kann keine Nahkämpfer spielen. Deswegen sind meine lieben Charaktere ja auch Annie und Ahri, Fernkämpfer. Weil ich hasse Nahkämpfer. Ja, ich hasse auch Nahkämpfer, außer Nasus, der ist ja auch. Den einzigen Nahkämpfer, den ich spielen kann, ist wie ja, anders erwartet halt Master Yi, weil er einfach so einfach ist. Ja, das stimmt, der ist echt einfach. Ich kann aber nicht wirklich. Master Yi ist einfach. Naja, ich habe jetzt auch nur 2 Mal gespielt, aber das ist das Einzige, mit dem es mir bis jetzt Spaß gemacht hat. Ich will jetzt erstmal meine Fähigkeiten erklären. Du musst sie nicht erklären, weil deinen sieht man eh nicht, deswegen.
Ja, ich hasse die Charaktere jetzt. Ich hasse die Charaktere eh, also das ist mir so egal. Ich werde gerade angeschrieben in LOL. Ja, wirklich? Kann gerade. Ich bin in Aufnahme. Bin in Aufnahme. Verdammt, Re ist falsch. Wie schreibt man noch jemanden zurück? Ich hab's vergessen. Oh mein Gott, Kylie ist back. Oh mein Gott. Ah, jetzt geht's. Kann gerade nicht. Nehme auf. Scheiße! Xingsau, ich hasse Nahkämpfer. Wieso muss man so weit in die Menge reinrennen? So, ja, gut, du hörst jetzt mal kurz auf zu schreien. Ich muss jetzt endlich mal meine Fähigkeiten erklären, sonst dreh ich noch durch. Ich schrei nur, wenn ich Warwick hab. Okay. Das ist ja wenigstens etwas Positives. Also, meine Kuh ist so ein kleiner Magieschaden-Dingsbums. Ich bin tot. So eine kleine Kugel. Ja, du redest immer noch, danke. Ja, aber du bist gestorben. Auf jeden Fall, wenn ich damit einen Kill mache, kriege ich halt, also einen Vasallen-Kill mit der Kuh, dann kriege ich halt eine Ability Power Plus. Wenn ich damit einen Champion kill, kriege ich 5 Ability Power Plus. Das ist ziemlich hilfreich, man kann deswegen auch, wenn man full equipped ist, immer noch sozusagen mehr Schaden und Damage, also einfach leveln sozusagen. Kann man dann immer noch. So ähnlich wie bei Nasus das mit seiner Kuh. Meine W ist wie heißt der, Dark Matter, das ist so ein Orbitalschlag von oben, der ziemlich viel zieht später. Und dann habe ich noch mein Stunt-Ding, das ist das hier. Das kann man sich immer so ein bisschen pausieren jetzt, dass man sich durchlesen kann. Das regt sich nur auf, ne? Meine, Scheiße, ich verfehle die ganze Zeit, meine FPS ist auch ein bisschen down. Aber, das ist bei Aram normal. Ich habe einen Stunt von 51, gerade eben. Ja, ich habe auch Fraps noch online, normalerweise habe ich auch sowas. Aber gut. Du doch. Hier sieht man unten eine Ability Power Plus, habe ich noch gar keine, ich habe noch keine Vasallen damit getötet. Auf jeden Fall meine R, also meine Ulti, ist so ähnlich wie meine Q, nur 1000-mal stärker. Also nicht 1000-mal. Ich habe eine Bombe über meinem Kopf. Hier, das kann man sich jetzt genau angucken, macht 80% von dem Ability Power, die der Gegner hat, nochmal Schaden. Also gegen Ability Power Kerle ist das sowas von genial und stark. Ich habe damit 2000 mal gehabt, also 2000 Schaden. Schaden. Auf Deutsch, du hättest gegen jemanden wie Caitlyn keine Chance damit. Ja, wieso keine Chance? Ich mach 2000 Schaden. Nein, aber ich meine, Caitlyn spielt. Caitlyn spielt man doch nicht auf Ding auf. Ability Power. Achso, ja. Naja, doch. Kann man, glaube ich. Ich meine jetzt nicht keine Chance, aber. Ja, außer du spielst halt auf die Falle. Und ich habe jemanden getötet mit meiner Kuh. Und ich hätte jemanden stunnen können, verdammt. Nein! Und. Nein! Wo heilen, ist der heilen! Ich hab dreimal auf Heilen gedrückt und das ging einfach nicht. Und ich hab dreimal auf den komischen Penner gedrückt und der hat sich einfach verpisst. Da reg ich mich wieder auf, weißt du? Dreckige Ulti. Wenn ich mich geheilt hätte, hätte ich doch überlebt. Na ja, gut. Ich kann dich leider nicht heilen. Ich kann nur mich selber heilen, was auch nichts bringt. Weil ich konnte mich ja selber heilen, das ist es ja. Ich hab dreimal drauf gedrückt, es hat einfach nicht funktioniert. Ja, Twisted Fate, du hast nicht, dass du volles Leben hättest oder so. Wieso nimmst du dir's? Naja, gibt halt so ein paar Spackos, die machen das gerne. Du zum Beispiel. Ach ja. Ich wollte nicht über die 3 reden, aber ich glaube, das wird nichts. Das haben wir schon in Terraria gemacht. Über die 3, über die Spiele, die dir gefallen haben. Und ich sag wieder Kingdom Hearts, FTW. Ich liebe Kingdom Hearts. Nein, Charme. Du stirbst gerade. Ja, ich sterbe. Und ich bin tot. Der Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie der Kerl heißt, dieser Zeitzauberer geht übelst ab. Zillion, der ist eigentlich total scheiße. Und der nervt übelst. Er macht zur Zeit Bomben auf dich und kann seine Ulti ist, jemanden wieder zu beleben, ja, sozusagen. Schon. Ich erkläre es ja nicht für dich. Ich wusste es ja nicht mal. Ich hab's nur gesagt, ich weiß, weil ich fast davon getötet wurde. Ja, und ich bin fast im Arsch. Wer meinen Ping sehen will, da ist mein Ping. In der rechten. Ja, bitte! Ah, zum Glück haben wir auch wir mal wieder einen Kill gemacht. Wir sind scheiße. Ich kann jemanden stunnen vielleicht. So wie Ari. Dreckige. Ja, Twisted, ja. Komm. Hat mir auch, glaube ich, das war ein Killstil. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Ulti den meisten Damage drauf gemacht und dann wirft er seine dreckige Karte und macht einen Killstil. Naja, das ist halt Twisted.
Ja, Twisted ist dreckig. Aber ich habe noch nie gemerkt, dass man mit Twisted so hier so genial so Killstealen kann. So, ich habe meine Ulti gerade gewastet. Mhm. Wenn Twisted fällt, geht das gut. Ja, der mieseste ist eh Ezreal. Ich bin tot. Ich möchte ihn jetzt einfach töten. Danke, Kylie. Hättest mir halt mal wenigstens den Kill gelassen, bevor ich gestorben bin. Okay, was gibt's noch für Spiele von E3? Achso, ja, du hast ja bisher nur eins gesagt, ne? Was mich auf jeden Fall interessiert hat, war Destiny von Bungie, also von den Halo-Machern. Das war, sah ziemlich gut aus. Kenn ich nicht. Vor allem mit den Lichteffekten und allem, es sieht ziemlich geil aus. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Dazu dann noch von Tom Clancy. Ich hätte echt nicht geglaubt, dass Tom Clancy noch ein geiles Spiel macht, aber... wie heißt es? Ah, ich hab's wieder vergessen, wie es heißt. Das ist schlecht. Tibbers is back. Tibbers is back, das ist mir scheißegal. Ja, aber Tibbers ist böse. So, jemand gekillt. Was ich sagen wollte, wie heißt das? Auf jeden Fall, es gibt The Crew, das ist verdammt. Wieso? Ich verstand, das stand nur daneben. Ich wusste nicht, dass es jetzt spawnt. Sorry. Wieso suchst du mir das an? Dafür kann. Das passiert ja oft in Aram, das muss man dazu sagen. Ich erkläre hier viel zu wenig das Spiel, aber das geht auch fast gar nicht irgendwie. Ja, weil, wie wir gesagt haben, das ist eigentlich. Boah, diesmal. Ich krieg dich! Verdammt! Ich hatte Woli, wer doch was! So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst kommen die uns noch fort. Mindestens eine kommt uns eh fort. Ich hasse Warwick. Ja, bitte fällt es rein. Verdammt! Ah, oh, die läuft noch rein, geil. Und ich habe ihn getötet. Und Volibear stirbt. Der war anscheinend gerade AFK und Double Kill. Ha! Geil, Mann, hab ich Glück gehabt. Ich hab keinen Glück, ich hab ihn abgerissen. Du bist gerade ein bisschen leiser, du musst mal wieder ans Mikro, glaube ich, kommen. Nein, ich hab gerade eben leise gesprochen. Ach so, gut. Ja, weil das ist, scheiße. Fang halt an zu heulen. Er läuft noch rein. Ja, Runde läuft ziemlich ausgeglichen, aber eher für die, glaube ich. Und ich habe nur noch 20 Minuten. Hey. Zwei. Naja. Tschüss. Wenn mir noch einfällt, wie dieses Spiel denn heißt, dann kann ich es euch auch sagen. Wenn so. Einer weiß, kann er es ja in die Kommentare schreiben, also Kriegerbieger, du weißt, was du zu tun hast. Genau. Das Spiel geht darum, dass es halt wieder so ein Endzeit-Szenario im MMO ist. Ja, ich hab's Kill gemacht, sorry, dass ich. Das war saulaut. Auf jeden Fall Endzeit-Szenario, glaube ich, und das heißt, keine Ahnung wie, das habe ich wieder vergessen, wie gesagt. Was mich noch interessiert hat, war The Last of Us. Das ist jetzt rausgekommen, das ist ja ein ziemlich geiles Spiel. Da bin ich wirklich dann neidisch auf PS3ler. Du bist immer noch sauleise. Warte. Besser? Ja, besser. Scheiß Tower. Und dann macht's der Ding fertig. Können die den Tower noch legen? Ich brauch Geld. Ja, klar, kann man den noch legen. Kylie stirbt. Nein, doch. Kylie stirbt die ganze Zeit. Ich glaube, die ist schon am öftesten gestorben. Jetzt bist du wieder gut laut. Ja, ich hab mein Ding. Ja, ich hab mein Mikrofon wieder ran. Ja, Kylie ist von unserem öftesten gestorben, glaube ich. Ja, Kylie 6, 1 zu 6. Jetzt aber, geheilt. Verdammt! Sie ist zu stark. Sie war zu stark. Okay, jetzt hol ich mir erstmal Rabadons Death Cap. Ich glaube, wir verlieren. Na, es kann sein, ja, es sieht auch ein bisschen danach aus, aber wir können trotzdem gewinnen. Naja, vom Tower her sind wir bis jetzt am weitesten gekommen, aber von der Ding her, von der Killrate sind sie besser. Die gehen Weg auf den Tower. Aber wenn man sich das mal so anschaut, dann muss man. Ja, also wir müssen zwei Tower zerstören, dann noch den Inhibitor ja, und dann nochmal zwei Tower und dann können wir erst den Nexus töten. Ja, aber ich denke mal, die meisten, die das schauen werden, also Kriegerbieger weiß ja, wie es geht. Ja, die meisten wissen es, aber man erklärt es trotzdem nochmal gern. Also ich finde Aram ist die beste Spielweise bei Dota, bei LOL. Mir macht einfach am meisten Spaß. So, also den stirb. Ari auch, bitte. Bitte!
Gut gemacht, Kylie. Ulti-Waste. Du bist doch ein Schloch. Ja, um dir einen Kill zu klauen, mache ich alles, ja. Ja, das ist das Liebste, ne? Na gut, jetzt hat Kylie sich das Ding genommen. Wie viele haben? Was? Ach nee, sind schon alle wieder da. Ich hab gedacht, wir haben mal eine Chance, die zu acen, sagt man das so, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, acen. Aber sind ja alle wieder da. Wolibär, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Nee. Oxenschau, ey. Stirb, du Arsch. Dreckig. Oh, Turtle ist kaputt. Wir haben's drauf. Kommt er wieder? Komm. Nee, ne? Om Xing Sao, den kriegen wir noch. Ach nee, Xing Sao ist tot. Ja! Und was zum Arsch? Scheiße. Jetzt sieht's besser aus für uns. Ja, jetzt schon! Jetzt haben wir die mal voll überrannt. Naja, ich bin wieder zufrieden mit meiner 3:3. Nicht mit der 7:4. Verdammt. Oh, ja, Mann. Ich halte damit die Dinger aus. Fast ein Arsch. Der TF ist fast tot. Wir sind fast alle tot, außer du. Ich weiß, aber ich werde auch die ganze Zeit vom Tower gedings. Ja, wir sollten uns, glaube ich, zurückziehen. So ein bisschen. Und aus, sind jetzt. Heili, wieso? Oh, die Bombe. Nicht an Heili gehen. Wieso? Ah, es tut mir jetzt leid, dass ich das eingesammelt habe. Ich habe nicht drauf geschafft. Ah, ich hasse diese Zeitbomben. Oh, aber wenigstens. Nein, er hat seine Ulti. Doch, was ist das? Oh, puh. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Jetzt sieht's wieder besser aus für die. Scheiße, ich bin tot. Ich. Okay. Ich hab Schaden von Xing Sao, Wolibär, Eddy. Xing Sao. So, Mana-Problem hab ich gar nicht, hol mir mal so ein Buch. Ja, ich spiel Ding auf Tank, also Full Tank, versuche ich gerade eben zu gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab jetzt 2400 Leben. Na, schon tausendmäßig. Ist ja nicht schwer, du spielst ja nicht auf Full Tank. Und mir Frozen, glaube ich noch. Hab ich Double Kill? Yeah, Double Kill! Oh, du bist so talentiert! Haha! Wenn ich Geil eins dran hab, ist er im Arsch. Wenn ich treff. Ja, ja, wenn du triffst! Ich sag's doch. Es reicht! Lelon ist reich! Nein, niemals! Vega ist OP! Vega ist auch OP. Wenn man Vega ist OP. Ja, haben wir schon erwähnt, das Vega-OP. Ja, vor allem mit seiner Q und dann Mischung aus R und Q und boah, das ist so krass, die Kombo, die man machen kann. Es wundert mich, dass irgendwie kein Aatrox dabei ist. Ja, das kann sich noch fast keiner leisten. Außer die wirklichen Pros und naja, nicht. Die meisten meiner Kumpels, mit denen ich spiele, haben sich heute alle Aatrox gekauft. Ja, stimmt, das waren schon einige. Ich glaube, der Krieger Biga hat sich auch Aatrox gekauft. Bestimmt, ja, das glaube ich auch. Oh Mann, Kylie. Ich will auch noch einen Kill machen. So, da hat jemand eine Zeitbombe? Das wäre schlecht. Ja, Ari! Die kriege ich jetzt auch noch. Überrennen also, die. Das sieht ziemlich gut aus für uns, also. Ja, aber wie es am Anfang so mit Kacke ausgesehen hat. Das sieht's immer. Bei Aaron kann sich alles sofort wenden, noch mehr als bei den normalen Spielen. Das ist so genial. Deswegen liebe ich Aram, weil man die ganze Zeit mitfiebert. Und es ist definitiv leichter als Dota. Definitiv. Ich bin tot, ich weiß es jetzt schon. Es reicht. Ich bin tot. Wie ich in die Zukunft blicken kann. Unglaublich. Ich bin besser als Sylvian. Ah, scheiße, Tibbers. Zum Glück hat er sich nicht genau in mich reingespawnt. Naja, ist doch auch schön, so jemanden in sich zu haben, so Dorans Ring verkaufen und mir so einen Stab holen. Ich gehe nur auf Ability Bauer, pure Macht. Ich gehe nur auf Tank, aber meine Geschwindigkeit ist irgendwie auch schon so. Hast? Ja, doch, das geht. 151 Rüsi. Naja, so viel Rüstung habe ich noch nicht. Ja, aber das ist besser als doppelt so viel wie Twisted. Nein, aber ich meine nur. Wie viel Rüssi hat Hackerim eigentlich? 136 war es. Hackerim hat weniger Kills als ich. Wow, das sagt das erste Mal, dass ich mit dem Hackerim im Team bin und der weniger Kills hatte als ich.
Oh, slain an enemy. You slain an enemy. Hab jetzt verreckt doch. Oh Mann, ich hätte schon geschafft, Mann. Wieso tut sie mir das an? Das war klar. Kylie, wieso habe ich irgendwas getan? Hol dir die Scheiße, hol dir die Scheiße. Yeah. Komm schon, Zillion, komm her. Komm her, Zillion, komm her. Ah! Verdammt, kommt wieder, ich hab's gewusst. Der Lebensraub von Warwick ist einfach nur Scheiße. So, ich heil mal. Dich auch. Danke. Arigato gozaimasu. Das war irgendwie klar, ich hab nicht daran gedacht, dass er noch seine Ulti hat. Idiot, ich Idiot. Stier. Oh, verdammt. Tinker. Der Xinjiao ist was im Arsch. Ja, aber ich hab kein Leben mehr. Ah! Ah! Schrei doch nicht so. Sorry, aber das ist einfach gerade so. Renn, hol dir das Zeug! Yay! Danke. Hol mir das, ich hol dir das Sechste da. Hackerim hilft uns jetzt, pass auf. Pass auf. Wann guckst du? Ich würde der Zeit bist auch gleich wiederkommen, oder? Ach ja, ja, Halo 5 kommt auch und Ja, kommen wir mal wieder zum Grundthema zurück. Ja, Halo 5 kommt auch, freue mich auch eigentlich drauf. Und ein neues Final Fantasy, ich hoffe, das wird nicht so ein Scheiß wie die letzten, die rausgekommen sind. Es gibt ja, ein neues Final Fantasy und was ja nicht Final Fantasy 13, 2 oder so ist, sondern 15, glaube ich. Die Logik. Ja, irgendwie irgendwas, das ist total kompliziert. Also die Final Fantasy blick ich nicht durch, mag ich nicht wirklich, interessiert mich auch nicht so. Naja, auf jeden Fall, was noch kommt, ist Quantum Break von Remedies, habe ich schon gesagt, oder? Ne, es war bei Terraria, oder? Keine Ahnung. Ja, es war bei Terraria. Es ist 10 Minuten her, denkst du daran? Erinnere ich mich noch? Naja. Denkst du ernsthaft, ich erinnere mich an Sachen, die vor 10 Minuten waren? Naja, manchmal schon. Das war mies. Wir einfach beide gleichzeitig gestorben sind. Ja, an Twisted Fate, ne? Ja, aber ich bin bei einer Ulti reingesprungen. So, Xinjiao können wir eigentlich... Mein Ulti hat bis jetzt einfach nur nichts gebracht. Ja, Xinjiao. Ja, habe ich jetzt gewonnen, ja doch. Haben wir auch. So, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Jo, ich mich auch. Und das war die erste Runde, die wir LOL gewonnen haben. Und das nur wegen Kizuke, ich schreibe mal GG. Ich auch. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich lasse jetzt noch ein bisschen den Abspann laufen und wir sehen uns dann ja im nächsten Video. Also, tüdelü. Servus. The Howling Abyss. A bottomless crevasse surrounded by an ancient fortress carved into a glacier. No one remembers who built this place. No one knows its purpose. No one but me. Long before Ash and Sejuani, before magic shattered the broken peaks, before the desert swallowed Shurima, it was the time of the three sisters. We were so young back then. Avarosa, Cerilda, and me, Lysandra. Back then, the Frozen Watchers lived here. I do not know where they came from, but I know they were powerful. They gave us gifts, shared their magic, made us immortal. They named us Iceborne. In return, we gave them whatever they desired. This mighty fortress, a vast empire, our loyalty. These were a small price to pay. Avarosa did not see it that way. Like a spoiled child, she cried out for freedom. She demanded choice. She sowed the seeds of rebellion and betrayal. This place is where it happened. On one side, the Frozen Watchers. On the other, Avarosa and her Iceborne Horde. Many Iceborne died that day. But in the end, the Watchers fell. Avarosa drove them howling into the abyss. I never forgave her. I had my revenge. But that is another story.